Hey Leute, ich bin's, euer Gebirges. Willkommen zum Super Mario Maker. Da, wo ich eure Level spiele, die ihr mir immer gerne einsenden könnt. Ja, immer noch. Und wir sind gerade gestorben. Zeit abgelaufen. Egal, spielen wir eine Runde. Nein, ich will gerade außer Menü. Oh. Komm schon, außer Menü. Ich habe ein Level gesichert bekommen. Eigentlich mehrere über die letzten Monate hinweg, aber Pillepalle. Habe ich vergessen teilweise und teilweise einfach so gespielt. Und zwar habe ich ein Level bekommen von No Name. No Name, kennt man, ne? Ja, ist ewig her. Und ich muss kurz so ein Lesezeichen durchgehen hier mit meinem Pro Controller. Es dauert ein bisschen. Aber wenn wir da ankommen, dann sollten wir unter Umständen, wenn es denn funktioniert, zu Bowser's Flying Haunted Mansion kommen. Ich weiß, es kommt ein Bowser drin vor. Sonst nix. Und es ist ein Haunted Mansion. Also müssten eigentlich auch Boo drin vorkommen. Deswegen, ich hasse es jetzt schon. Aber wir spielen es. Jetzt. Auf der Stelle. Da. Und wenn ich ab und zu mal nach da schauen sollte, da ist die... das ist mein Bildschirm. Mein Überwachungsbildschirm. Ja. Sowas hat man. Oh. Ja, komm da. Warum kommen Nachbarbrüder raus? Muss das sein? Müssen da Hammerbrüder rauskommen? Nein, eigentlich nicht. Wow, ich hatte mich gerettet und bin dann gestorben. Mir wurde geschrieben, die roten Münzen seien optional. Also, ich werde sie dann wahrscheinlich nicht einsammeln. Weil ich sie nicht benötige. Oh, Himmelswillen. Aber man weiß ja nie, ne? Also man kann sich auch mal... vielleicht dran wagen. Oh, ein Pilz. Nett. Die sollen da reingehen, okay. Das sieht schon eher nach einem Geisterhaus aus. Hurra. Feuerblume. Yay, yay. Stirb. Blooper. Böser Blooper. Böse Piranha. Und... das war's. Gut. Gibt's da noch was? Da ist eine Röhre. Da wollen wir rein. Checkpoint. Das ist ja ziemlich früh, der Checkpoint. Ich weiß, Nonim hat ein bisschen... ist ein bisschen böse ab und zu mir gewesen. In der Vergangenheit. Er hat auch ziemlich viele Videos gemacht mit... ja, nicht so coolen. Oh. Mit ziemlich coolen Dingern. Oh mein Gott, da kommt man nicht rüber. Keine Chance. Boah, das Sprungbrett wahrscheinlich. Und selbst dann wird es nicht klappen. Nee. Oh, ich brauche einen P-Switch. Er hat in der Vergangenheit ein paar Liederchen gemacht. Warum müssen da Dinger spawnen? Warum müssen die das spawnen? Ganz im Ernst, warum? Ich mag es nicht. Und da sind einige Klassiker bei. Also, Klassiker. Kann ich das vielleicht hier unten abstellen? Ich will es hier unten abstellen. Sehr gut. Dann kann ich einfach rüberlaufen. Oh mein Gott, es klappt gerade so. Nee. Nein. Mann, so ein Mist auch. Ich hoffe, es funktioniert, was ich gerade vorhabe, was ich gerade hier tue. Und zwar, dass ich neben der Aufnahme, die ich laufen habe, gleichzeitig auch noch eine Facecam laufen habe. Eine Webcam. Na komm. Dreimal geworfen, rüber da. Oh, das ist ein Bowser gewesen. Eine große Bowser-Flamme. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann... dann nicht. Und jetzt laufen. Und Sprung. Und drüber. Ich bin auf den Kopf gestanden, aber es hat nicht gezählt. Schwaderei! Da! Das ist... ah. Das klingt ein bisschen wie so ein teuflischer... Verfluchungspakt oder so. Verfluchungspakt? Gibt's das überhaupt? Wie ein Fluch. Irgendwie schon. Magie. Eine dunkle Magie. Ich bin so ein bisschen teuflisch unterwegs. Also nicht wirklich, aber... ihr wisst, was ich meine. Ja. Verdammt.
falls ihr euch wundert, es ist verdammt früh. Wir können auf die Uhr schauen, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Wobei, schauen wir mal kurz. 5 Uhr. 5 Uhr morgens. Ich bin ziemlich früh unterwegs heute. Ein wenig früh unterwegs. Ich hau mal den auch weg. Dann hole ich mir zumindest mal den Pilz. Ah, scheiße. Gut. Oh, das war fies. Na, hier unten. Guter Mario, gut. Lauf und Sprung. Oh, das ist so fies. Ich hasse die Stelle mit so zwei Typis. Ah, ich werde den Pilz holen. Ich werde die alle vernichten, die Typen. Und dann hoffentlich dabei nicht draufgehen. Und natürlich die Shell mitnehmen und dann hoffentlich den Typen jetzt treffen. Gut. Phew. Die Flamme abwarten, genau. Den Typen. Der wirft in die falsche Richtung. Es ist doch lächerlich. Warum tust du mir sowas an, Spiel? Warum? Was habe ich dir getan? Naja, gut, ich habe dich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, er wäre oben gelandet und ich hätte unten durchlaufen können. Verdammt! Warum tust du mir das an, Spiel? Warum tust du mir das an? So. Nein! Verdammt! So Mist! Eins. Gut, er ist weg. Da kommt keiner raus. Sehr gut, wir haben das Sprungbrett und wir sind groß. Puh, das ist ein Segen. Das ist ein guter Segen. Es nur nicht runterfallen und dann einfach rüber springen. Da rüber springen. Ich hoffe, hier gibt es noch einen Checkpoint. Da kommt so ein blöder Dingens raus. Na, es war. Da oben ist eine rote Münze. Nee, das mach ich nicht. Nein, das mach ich nicht mit. Da hinten ist was drin. Ein Peace-Wedge wahrscheinlich. Nee, ein Pilz. Oh mein Gott, sie geben uns einen Pilz. Au. Nee, ich hab die Feuerblume. Na komm schon. Na. Ah. Und du öffnest mir bitte die Tür. Damit ich da durchkomme. Geht doch. Hallo Bowser. Oh mein Gott. Dich muss ich besiegen, wa? Schau nämlich so aus. Ja, ich muss ihn besiegen. Oh, das könnte ein bisschen heikel werden. Hier ist ziemlich wenig Platz. Und ich bin schon klein. Und ich bin voll in den Feuerball reingelaufen. Reingeflogen. Hättest du nicht vorher noch einen Checkpoint hinsetzen können, weil ich komme sonst nicht rüber. Glaube ich. Nö. Scheiße. Ich mache einen Cut bis dahin, sonst dauert das zu lange. Arrgh. So. Da oben ist ein Checkpoint. Hm. Oh mein Gott. Dich nehme ich mit. Oder auch nicht. Da, wie der mich da unten trifft. Sau Hund. Und wie schön wie klein bin. Oh mein Gott, der zieht extrem hoch. Das Problem bei diesen Kämpfen gegen Bowser ist einfach, der ist so groß, er hat so eine Reichweite mit seinem Feuer. Und dann schießt ein blödes Luftschiff auch noch rum, ey. Oh mein Gott, es ist vor allem so fucking eng hier. Nein! Oh, wir haben alle gekillt von den Bob-Oms. Ah, er hat mich gesniped.
Nein! Och, ist das ätzend, ey. Hättest du diesen Checkpoint nicht woanders hinsetzen können? Bitte, no name, please. Bitte. Meh. Ah, hab ihn! Nice! Boah, ey. Das war ein heikles Unternehmen. Böse, böse. Ach, ich hoffe, ich komme schnell in den Checkpoint. Jetzt kriege ich eine Meise. Boah, Junge, Alter. Du wirst wieder verarschen. Warte, was? Warte, was? Warum P-Switch irgendwo her? Was? Woher soll ich einen P-Switch bekommen? Ah, da oben. Da ist eine rote Münze. No name, also das ist fies, ja. Das ist wirklich fies. Oh nee, fick dich doch, Alter. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Das weißt du auch. Oh Gott sei Dank, ein Checkpoint. Ich könnte nicht fröhlicher sein darüber. Oh nein. Bowserflammen, Alter. Leck mich von da drüben, Alter. Ah, das ist ätzend. Ich hätte nicht da unten stehen sollen. Ich hätte da einfach so hoch springen sollen. Nur nicht zu weit zu springen ist auch eine Kunst. Ehe. 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 Jetzt mache ich schon den ganzen Geräusch aus Mario Maker nach. Ehe. Ehe. Oh Gott. Und yay. Hätte man so verteilen können, oder? Ja. Oh, wie nett. Flammen. Die... Okay, sie laufen einfach nur ein bisschen. Laufflammen. Easy. Ah. Yay. Wohin führt die Tür? Will ich durch die Tür? Wahrscheinlich. Ja, da unten scheint wirklich tot zu sein oder sowas. Ich gehe durch die Tür. Ach, nur eine rote Münze. Wer braucht das schon? Wir haben insgesamt jetzt, glaube ich, 5 oder 6 gesehen gehabt. Will ich da wirklich runterfallen? Ah, ja. Okay. Nein, 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 nein. Böse. Da unten war auch eine. Ich weiß noch nicht, wie der rankommen soll. Und jetzt nur nicht sterben. Alles nur nicht sterben. Easy peasy. Hat nur gute und gerne 15 Minuten gedauert. Wow. Das könnte ich eigentlich so drin lassen, so wie es ist, aber... Nee. Das werde ich schön schneiden. Ah. Ab dem Checkpoint gibt es nur noch 11 Minuten. Auch nicht schlecht. Es ist ein bisschen offen. Der Checkpoint, der erste, ist ein bisschen doof gesetzt. Weil man dann schön ein bisschen zurücklaufen muss und nochmal alles neu machen muss und dann mal hinlaufen muss und Trampolin rüberspringen, sterben, neu machen. Ein bisschen ärgerlich, aber es ist ein gutes Level. Es ist ein gutes Level, es ist nicht so schwer. Der Bowser-Kampf ist gemein. Aber hat nicht allzu lange gedauert. Der Clown-Karren, der macht aber guten Schaden, das muss man mal sagen. 10 Treffer ist Bowser besiegt. Easy. Also... kann man mal machen. Hm. Die Itemverteilung ist vielleicht ein bisschen meh, aber was soll's. Habe ich auf Kommentieren geklickt? Ah nein, ich habe nicht kommentieren wollen. Zurück. Dennoch zählt. Wenn ihr Level haben solltet, dann schickt sie mir ein. Yay. Yay. Ich bin doof. Wenn ihr das Level selber spielen wollt, macht's gerne. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich gegen Bowser. 3 Versuche, zu lang gedauert. Aber vielleicht unterbietet ihr mich auch im Weltrekord. Weil ich halte ihn momentan. Yeah. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Unterbietet mich, schreibt's in die Kommentare rein. Und ich bin raus. Ich könnte mal die ID aufzeigen. Moment. Aber ihr findet natürlich auch die ID und das Bookmark in der Beschreibung. Und, naja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schickt mir Level ein. Schickt mir einfach Level ein. Ja, das heißt, ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen und sage wie immer,
Bis dahin. Ciao, ciao.